Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Tribbles Tour Talk. Ich bin wieder euer Soran und heute aber mal nicht so wie sonst, denn normalerweise bin ich ja beim Auto unterwegs. Das habe ich heute nicht ganz geschafft. Zum einen Zeitmangel, zum anderen hat mir seitlich so dermaßen das Licht reingeblendet, dass mein Gesicht aussah wie eine leuchtende Glühbirne. Das wollte ich dann auch nicht unbedingt in dem Video. Und ja, was soll ich sagen? Diesmal bin ich hier draußen, wie man so schön sieht, in den Weinbergen bei mir unterwegs. Und ich bin noch nicht ganz alleine. Der Kleine grinst mich schon die ganze Zeit an. Sag mal hallo. Hallo. Ja, ich bin mit meinem Junior gerade mal in den Weinbergen weg unterwegs und will ein bisschen spazieren gehen und dieses Video hier für euch aufnehmen. Heute mal ein bisschen Timeras-like rumlaufen und dabei Vlog machen. Ich habe natürlich auch ein bisschen was zu erzählen für euch. Zum einen natürlich, ich bin jetzt nach einer kleinen Pause wieder da. Oh, ich bin ein bisschen außer Puste. Ich bin nämlich wohlgemerkt einen Weinberg hochgelaufen. Es geht ja da ganz schön runter. Ups. So, und ja, nach einer kleinen Pause wieder da. Ich habe ja viel schleifen lassen. Starchy Online hat zum Glück keine Pause gebraucht. GTA hat auch gerade noch so hingehauen, dass ich wieder Folgen nachproduzieren konnte. Und ja, Tomb Raider hat länger wieder pausiert. Deswegen gleich mal ein bisschen vorab, wie ich das in Zukunft machen werde. Ich werde so eine Art Priorität machen. Ich werde nicht alles gleichzeitig machen können. Nicht immer durchgehen, das ist einfach zu viel. Und deswegen werde ich ganz einfach... Deswegen werde ich ganz einfach Star Trek Online zum Beispiel als Priorität einsetzen. Ich muss schauen, dass ich auch immer in die Kamera schaue. Als Priorität einsetzen. Und danach wird erstmal GTA kommen, bis ich da durch bin. Und danach Tomb Raider. So ist es aktuell. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal wenig Zeit habe, wird Tomb Raider das erste sein, was pausiert wird. Aber wenn zum Beispiel jetzt GTA fertig ist, wird Tomb Raider vorrücken, damit ich das fertig machen kann und so weiter und so fort. Aber Star Trek Online wird natürlich immer an oberster Stelle stehen. Ah, hier ist die Straße, ich muss jetzt halt umdrehen. So. Star Trek Online wird natürlich immer an der obersten Stelle stehen. Deswegen wird das am wenigsten pausiert werden. Dann haben wir natürlich noch Triple Transwarp. Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Steamrunner-Folge rauszubringen. Dank Timera seiner Hilfe. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da endlich starten konnte. Aber da kann natürlich auch mal wieder mal passieren, dass ich größere Pausen zwischendrin mache. Und deshalb nicht wundern. Ich werde jetzt auf jeden Fall demnächst zu den T2-Schiffen ankommen und anfangen. Ich muss allerdings noch schauen, wie ich das Admiralitätssystem in die ganze Bewertung mit einbaue. Das wird also auch noch ein bisschen dauern. Mein Junior hat ja auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und es wurde auch schon gesagt, ich soll noch dieses T1-Schiff und das T1-Schiff und jenes noch reintun. Also bei den Triple Transport werde ich auf jeden Fall mich hauptsächlich erst einmal auf die Schiffe konzentrieren, die jeder aus den normalen Schiffsladen bekommt. Also keine irgendwie Sonderkistenschiffe. Oh ja, ein kleines Loch im Boden. Sonderkistenschiffe, die man durch irgendwelche Special Packs oder sonst irgendwas bekommt. Keine Tier 1 irgendwas Sonderschiffe. Die Steamrunner war da jetzt echt eine Ausnahme, weil ich die gerne machen wollte. Aber ich werde mich auf jeden Fall erstmal auf die Föderationsschiffe konzentrieren, die im Laden zu kaufen sind. Warum will ich das machen? Dieses Bewertungssystem soll in erster Linie erst einmal denen dienen, die mit Star Trek Online anfangen und nicht wissen, welches Schiff sie jetzt zum Beispiel ab dem zweiten Rang nehmen sollen, welches sie ab dem dritten Rang nehmen sollen. Und die anfangen, die haben ja nicht gleich Zugriff auf diese ganzen Sonderschiffe. Deswegen werde ich mich erstmal auf die Schiffe konzentrieren. Wie ich es dann danach mache, mal schauen. Dann vielleicht als allererstes ein bisschen auf die Flottenschiffe noch ein bisschen zurückkommen. Dann Kistenschiffe nach und nach. Ne? Das bist du auch der Meinung. Bist du auch der Meinung? Dann ein bisschen auf die Kistenschiffe und halt ganz zum Schluss dann wirklich diese Special-Schiffe, die man durch irgendwas bekommt. Da gibt es ja zum Beispiel diese T1 Kumari, die man bekommt, wenn man in Neverwinter irgendwo ein Starterpaket bekommt, kommt man dann in Star Trek Online dieses Schiff. Also wirklich so über zig Ecken hinweg. Also das will ich jetzt noch nicht einbauen. Also dann könnte ich so lange erstmal T1 Schiffe machen, obwohl die Leute schon so lange auf die T6 Schiffe warten. Deswegen werde ich mich erst einmal auf die normalen Hauptschiffe konzentrieren. Ganz parallel dazu arbeite ich natürlich noch an einem anderen Projekt. Es ist nicht unbedingt ein neues Projekt, es ist ein altes Projekt, was ich ganz gerne wieder ins Leben zurückrufen möchte. Und ich würde einfach mal sagen, bevor ich jetzt hier wieder ans... Also das ist ja, dieser Weinberg hat viele Kreuzungen. Ne? Mal gucken, da unten kommt die nächste Kreuzung, da geht es wieder ein bisschen mehr ins bewohnte Bereich und so weiter und so fort. Also ich drehe jetzt einmal um, das ist eine schöne ruhige Stelle hier, da habe ich meine Ruhe. Denn ich habe ja dasselbe Problem mit Timeras, dass die Leute nicht gefilmt werden wollen. Und vor allem interessiert es die ja gar nicht, was ich hier erzähle. So. Auf jeden Fall, ich möchte gerne ein altes Projekt wieder ins Leben rufen, was ich schon einmal gemacht habe und auch ganz erfolgreich gemacht habe mit dem Don zusammen. Und zwar, es hat auch mit Star Trek Online zu tun. Ich möchte ganz gerne die
Flottenvorstellung wieder starten. Das heißt, damals habe ich ja wirklich Flotten immer gesucht, die ich dann via Video wirklich vorgestellt habe. Ich bin in denen ihre Flotte mit dem Charakter eingetreten, habe alles gezeigt. Ich habe die Flottenführung mit im Teamspeak gehabt, habe mit denen geredet und die Flotte auch einfach richtig schön erklärt. Und das möchte ich gerne wieder machen, nur ich möchte es gerne weiter ausbauen. Und zwar möchte ich das alles als Livestream machen, damit auch wirklich Leute im Stream auch zur Flotte was fragen können, was wir dann beantworten können und so weiter und so fort. Und dazu habe ich dann auch ein Bewerbungsformular gestartet. Das habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo sich Flotten, die interessiert sind, bewerben können. Die geben dann ein paar Daten an, Kontaktdaten und so Flottennamen und solche Sachen. Dann setze ich mit euch in Verbindung und dann können wir dann einen Termin ausmachen, wie wir das machen mit der Flottenvorstellung. Ich werde das mit Don zusammen machen, aber nicht so wie damals, dass wir das immer gemeinsam machen. Dazu fehlt uns einfach mittlerweile die Zeit. Das heißt, ich habe da so eine Datenbank, wo alles gesammelt wird und dann kann sich der Don aussuchen, ob er eine Flotte machen will, ob ich eine machen will oder ob wir es vielleicht sogar aus zeitlichen Gründen, wenn wir es hinbekommen, gemeinsam machen. Also mal wird so Don streamen, mal werde ich streamen, aber auf jeden Fall wird das so ein Gemeinschaftsprojekt von uns werden. Und wie gesagt, das wird alles schön, ja, du wirst auch vorgestellt. Das wird dann alles schön dann auch später auf YouTube veröffentlicht und die ganzen Flotten können dann diese Videos für die Eigenzwecke frei verlinken, wie sie wollen. Wenn sie zum Beispiel eine Flottenwebseite haben, können sie das natürlich da verlinken. Oder wenn irgendjemand so die anschreibt, so, ich will eure Flotte, könnt ihr was erzählen, dann können die sagen, ja, schaut das Video an, da wurden wir genau vorgestellt, da wird alles erklärt. Also das möchte ich ganz gerne wieder machen und ich möchte es auch ganz gerne noch ein bisschen mehr erweitern. Und zwar habe ich in dem Bewerbungsformular auch noch den Bereich Foundry-Mission mit eingebaut. Das heißt, wenn ihr Foundry-Autoren seid, vielleicht noch nicht ganz so bekannte Foundry-Autoren oder ihr einfach mal eine neue Mission gemacht habt, die ihr ganz gerne mal vorstellen möchtet, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt in dem Formular auch noch eure Foundry-Missionen bewerben. Das wird dann so ablaufen, dass ich die Foundry-Autoren, die diese Mission geschrieben haben, auch dazu holen werde. Das heißt, wir werden das gemeinsam spielen. Und wir werden dann gemeinsam diese Mission spielen, anschauen, erläutern, warum, weshalb, weswegen. Ihr könnt auch zu dem Foundry-Autor Fragen stellen via im Livestream, warum er das so gemacht hat und nicht so, oder ihm vielleicht sogar loben oder Feedback direkt geben. Das möchte ich ganz gerne auch noch mit reinbauen. Deswegen guckt einfach mal, wenn ihr eine Flotte habt, die ihr gerne, jetzt bin ich ins selbe Loch reingelaufen wie wohin. Wenn ihr also eine Flotte habt, die ihr vorstellen möchtet oder eine Foundry-Mission, die ihr zeigen möchtet, dann einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen, da habe ich das Bewerbungsformular verlinkt und da könnt ihr einfach mal all eure Daten eingeben. Dann natürlich noch als Thema, das darf einfach nicht in dem Vlog fehlen. Es ist ja, wir haben es schon Retro Radio angesprochen und wie soll es auch anders sein? 2017, Anfang 2017 wurde eine neue Star Trek Serie angekündigt. Es wurde ja auch Zeit. Es ist über 10 Jahre her, wo eine letzte Star Trek Serie produziert worden ist. Das ist wirklich eine enorme Zeit dazwischen. Das glaubt man gar nicht, die Zeit verging auch so schnell. Und ich freue mich auf jeden Fall tierisch, was kommen wird. Ich bin wirklich offen für alles. Mittlerweile ist es wirklich so Hauptsache, es gibt wieder was. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, es muss wieder Enterprise sein, es muss wieder TNG-like sein oder in dieser Zeitperiode. Ich war bis jetzt mit jeder Serie zufrieden und ich bin wirklich offen, was kommen wird. Und vor allem in 10 Jahren hat sich ja auch viel getan, es hat sich viel gewandelt, die Zuschauer haben sich gewandelt, CBS hat sich gewandelt. Das heißt, es wird sicherlich irgendwas komplett völlig Neues kommen, mit seinem komplett eigenen Stil, aber ich schätze mal, nachdem CBS immer auf das alte Star Trek aufgebaut hat, und das auch immer noch möchte, dass sie da, das auch in der neuen Serie auch machen werden und deswegen freue ich mich schon tierisch drauf. Anfangs ist natürlich das Problem, dass es erst einmal nur in Amerika auf dem Streamingdienst, auf dem CBS Streamingdienst gestreamt wird. Es hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich sehe das erste Mal Nachteil natürlich so, dass es eine Weile dauern wird, bis es bei uns in Deutschland irgendwie veröffentlicht wird. Und vor allem synchronisiert wird es wahrscheinlich eine Weile dauern. Allerdings gehe ich davon aus, wenn der Andrang so groß ist, dass sie das wahrscheinlich dann auch ausweiten werden und eventuell sogar andere Streaming-Dienste, eventuell sogar die Serie-Lizenzen abkaufen, was heißt abkaufen, zumindest mieten, um sie dann auch auf den eigenen Streaming-Webseiten, wie zum Beispiel Netflix oder so weiter, auch veröffentlichen zu dürfen. Also da hoffe ich natürlich sehr stark drauf und da bin ich sehr offen. Es hat auch Vorteile, wenn es so ein Streaming-Dienst ist. Ich habe es auch schon im Ratchet Radio angesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es abgesetzt wird, weil es zu wenig Einnahmen macht, ist etwas geringer, denn auf den so einem Streamingdienst besteht nicht die Gefahr, dass es Sendeplatz wegnimmt, denn an einem Streamingdienst kann es ja immer alles laufen und daher Sendezeiten sind total unrelevant auf einem Streamingdienst und
ja, das ist natürlich das Risiko deutlich geringer. Das heißt, selbst wenn es wenig Gewinn macht, solange es Gewinn macht, macht es Gewinn. Und da können auch andere Sendungen, die mehr Gewinn machen, parallel laufen. Das stört dann überhaupt nicht mehr. Solange geguckt wird, was ich nicht bezweifle, dass es nicht passieren, also was ich bezweifle, dass es nicht passieren wird, wird das sehr wahrscheinlich weiterlaufen. Und die Gefahr, dass es auch frühzeitig abgesetzt wird, wie zum Beispiel Enterprise, ist dann auch sehr gering. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass, wenn das wirklich gut ankommt, dass es relativ schnell zu unseren Fernsehsendern finden wird. Ich denke mal, da werden sich jedes Land hat ja im Endeffekt so einen Sender, die ein bisschen Star Trek spezialisiert ist. Aktuell ist es ja bei uns Tele 5. Ich denke mal, dass die sich natürlich schon drum reißen werden, auch diese Serie irgendwie in ihre Show mit einzubinden. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht lange auf sich warten wird, dass da was kommen wird. Ich wundere mich nur ein bisschen, dass es erst 2017 kommt. Denn immerhin hat ja 2016 Star Trek 50-jährigen Geburtstag. Und es wäre natürlich so ein richtig schönes Highlight gewesen, wenn sie da auch gleich mit einer neuen Serie gestartet hätten. Und hätte ich mich auf jeden Fall gefreut, wenn es da schon passiert. Aber es ist ja gleich im Januar, von daher dauert es nicht lange. Ihr könnt ja mal eure Kommentare unter das Video schreiben. Zum einen, was sagt ihr zum Thema neue Star Trek-Serie? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Infos gefunden, die ihr unter dieses Video posten könnt, um andere auch zu informieren? Vielleicht gibt es schon irgendwas im Background, was schon rausgeplaudert wurde, was kommen wird. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch an neuer Serie wünscht, was ihr erwartet. Was ihr einfach dazu sagt, schreibt es einfach drunter. Oder was ihr auch zum Thema Flottenvorstellungen findet. Oder vielleicht findet ihr in dem Fragebogen irgendwas, was noch fehlt, was noch gefragt werden müsste. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten einfach den Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren, wenn ihr weiterschauen wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt langsam mal wieder einlaufen, denn da hinten kommen langsam Regenwolken. Und Junior muss ja nicht nass werden, ne? Ne? Deshalb werde ich langsam umdrehen, werde das Video beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!